Da ist Ei. Oh, da ist viel Eisen. Also steht Veteran nichts im Weg. So, du stehst da aus irgendeinem Grund herum. Vorsicht! Achtung! Zurück mit euch! Oh, jetzt helfen die beiden mal. Kämpft! Oh, Purpursand. Ah, okay. Das heißt, hier gibt es ein paar Hasim, die Purpursand droppen können, den wir für den Händler brauchen. Ansonsten ist hier hinten nichts, oder? Nee, weiter kann ich nicht gehen. Gut. Und ja, ich will mich jetzt erstmal umgucken. Ach, Trollträger. Ich habe Trolljäger verstanden. Das sind also Karawanen. Jungs. Also ja, ich werde hier mit Brand, mit Feuerwerfern und hier mit Feuerwerfern absichern müssen. Ob ich hier mit Feuerwerfern absichern muss, wird sich zeigen. Naja, von hier aus komme ich auch ganz klar in das Hasim-Lager. Also werden sie auch von dort zu mir kommen. Fischer, Nahrungssammler, Jäger. Oh, noch eine Hasim-Wache. Und ja, Verteidigt euch! wir gehen da zurück. Wir brauchen in die Richtung jetzt nicht noch weiter Kunden gerade. Weil das führt einfach nur, wenn ich dem Schatten so glauben kann, einmal hier rum und dann direkt ins Lager. So, noch mehr Purpursand. Tragal und Trokan haben auch ziemlich bis hohe Level. Also ja, wir dürfen uns mal wieder mit Orks. Können wir bei noch jemandem machen? Machen wir es mal bei den Trollen. Das Haupthaus. Keulenschnitzer. So. Oh, ach ja, die Ork-Units noch. Schläger, Kämpfer, Speerträger.
Ja, so. Und da ist auch alles in Ordnung, Trolle. Finde ich lustig, dass die Berserker ganz da vorne sind. Tada. Ach nee, halt. Ja, das stimmt dann auch so bei den Trollen. Als nächstes wären dann die Zwerge mal dran. Sobald wir uns hier umgesehen haben, machen wir mal schnell die Zwerge. Also ich meine, ordnen wir die Zwergengebäude richtig an. Ja. Bisschen weiter können wir noch gehen, aber hier sind auch schon Spawner aufgetaucht. Was ich interessant finde, dass hier so schnell Spawner auftauchen, obwohl wir noch nichts an Monumenten oder so in Besitz genommen haben. So, machen wir mal schnell die Zwerge. Bachmann-Miliz sieht gut aus. Dann brauchen wir den Zerstörer. Krieger, so. Das war die Units, das ging schnell. So, Steinbruch. Und Steinmetz. Mine und Schmelze. Mondsilberbiene. Ja. Und dann kleines Haupthaus. Mittleres, großes Haupthaus. So. Fertig. Zwerge sind auch geordnet. Wenn als letztes noch die Elfen und die Dunkelelfen. Können wir bei dem Bedarf dann ordnen. Jo. So, hier speichern wir sicherheitshalber mal, weil ich nicht weiß, was wir gleich lostreten, wenn wir mit ihm reden. Nun, habt ihr euch unseren kleinen Handel durch den Kopf gehen lassen, Freund? Wenn nur ihr dieses Tor im Süden aufmachen könnt, haben wir wohl kaum eine Wahl. Dann stimmt zu. Es ist ganz einfach, glaubt mir. Ich werde darüber nachdenken. Seid ihr ein Hasim? Richtig erkannt. Dann seid ihr wohl sehr ungewöhnlich. Die anderen Hasim waren weniger gesprächig. Was wisst ihr schon? Wir Hasim haben immerzu gekämpft. Gegen die Wüste, gegen die Dunklen und schließlich gegen euch Nordleute mit eurem Imperium. Dies ist unser Land. Aber unsere Zahl ist klein und jedem gefällt es, Jagd auf uns zu machen. Dabei wollen wir nur eines: Leben wie der Wind in der Wüste, in Freiheit. Wundert es euch da, dass viele von uns zu Räubern geworden sind? Wenn die reichen Nordmänner uns unser Land nehmen, dann sollen sie auch dafür bezahlen. Ihr guter Mann scheint euch aber mit den Nordmännern und den Dunklen recht gut zu verstehen. Ich kann nun mal mit Gold und Worten besser umgehen als mit Stahl und Eisen. Und meine Waren sorgen dafür, dass die letzten friedlichen Hasim nicht verhungern. Was ist mit diesen Gazeder-Familien, die ihr so leichtfertig ermorden wollt? Sind das keine Hasim? Doch, ihr habt recht, das sind sie. Aber sie sind schlecht. Wir Hasim sind ein tapferes Volk, aber unsere Streitereien machen uns schwach. Wenn die Gazeder nicht für, sondern gegen andere Hasim kämpfen, dann sind sie nicht mehr meine Brüder. Sie wollen den Kampf, also sollen sie ihn haben. Ich nehme euer verdammtes Angebot an.
Sehr gut. Gebt meinem Unterhändler Asio Nachricht, dass er die Anführer der Lager zum Steinfeld schicken soll. Dann begebt euch selbst dorthin. Wo liegt das Steinfeld? Das Steinfeld befindet sich südlich von hier, ziemlich genau in der Mitte des Landes. Ihr erkennt es an dem Kreis aus Felsen, der dort aufgestellt ist. Sucht dort nach einem versteckten Hebel. Sobald die zwei Brüder in den Kreis der Steine getreten sind, legt den Hebel um. Das löst die Falle aus. Das Gas wird ausströmen und den Brüdern ein Ende machen. Und ohne Führer werden die Gazeda wieder gegeneinander kämpfen, anstatt uns das Leben schwer zu machen. Ihre Horden werden dann geschwächt sein und ihr könnt ihre Lager zerstören. Dann ist die Handelsstraße ein für allemal frei von dieser Plage. Was ist das für eine Falle? Eine Gasfalle. Dort oben gab es einmal eine Erdspalte, aus der giftiges Gas stieg. Findige Köpfe haben die Spalte verschlossen und mit einem Mechanismus versehen, sodass man das Gas nach Wunsch ausströmen lassen kann. Aber warum? Eine Falle mitten in dieser Einöde? Für wen? Früher, als das Reich noch groß war, da zogen viele Karawanen zwischen Empyria und den südlichen Provinzen oder den Grenzfestungen hin und her. Das Ausrauben dieser Handelszüge galt zu dieser Zeit als ein ehrbares und angesehenes Handwerk. Die meisten der Räuber fielen damals mit blitzenden Säbeln über die Handelsleute her, aber es gab auch solche mit etwas mehr Witz, wenn ihr versteht. Diese würden einen Führer in eine Karawane einschleusen, der dafür sorgt, dass die Karawane, wenn sie hier vorbeikommt, auf diesem herrlich übersichtlichen Steinfeld für die Nacht rastet. Und kaum, dass die Kaufleute nichts ahnend schnarchend daliegen, schleicht sich der falsche Führer davon und legt den Hebel der Falle um. Das Gas strömt aus und tut sein Werk. Dann können er und seine Kameraden kampflos die Waren der armen Opfer einsammeln. Ziemlich grausam, ich weiß. Aber nützlich, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut. Also wir sollen mit ihm reden, wenn wir bereit sind. Dafür sollten wir aber wenigstens vorher eine kleine Armee haben und uns verteidigen können. Ja. Klingt lustig, macht Spaß. Oh, hier ist auch noch ein bisschen Lenia. Ja, die Lenia-Vorräte sind hier recht karg. Hab nichts gesagt, hier drüben ist ein dicker Vorrat. Gut. Wir werden auf jeden Fall viel Holz brauchen. So, wir haben einen Platz. Gebt Asio Nachricht, dass er die feindlichen Anführer zum Steinfeld locken soll. Baris Gehilfe Asio wird die Brüder Trakan und Trokan, die Anführer der Gazeta, der falschen Vorfall zum Steinfeld locken. Gebt ihm Nachricht, sobald ihr zum Steinfeld aufbrecht. Ja, Arbeit. Immer nur Arbeit. Ist was. Und ja, wir können hier die große Fläche auch nutzen, dann um unsere Basis zu errichten. So, gleich mal die nächsten fünf. Die errichten wir dann hier oben eine Holzfällerhütte. Oh, es ist verdammt ruhig, muss ich sagen.
Ah ja, stimmt, das sind zwei gut befestigte Lager, so wie das aussieht.